Jetzt aber kommt sie nochmal. Mit dem Mute der Verzweiflung. Von hinten herangestürmt. Jetzt müssen da doch noch die anderen ein wenig zulegen. Czeplak als 800-Meter-Läuferin geht an Jacobs vorbei. Schade, schade. Die drei Russinnen sind weiter. Baranga und Czeplak und Regina Jacobs. Könnte darunter zu leiden haben, dass dieses Rennen langsamer war als der Lauf eben. Gestern ist sie 40 geworden. Als Geburtstagsgeschenk wäre sie bestimmt allzu gerne ins Finale. Man muss kein Prophet sein. Das wird auch hier wieder. Tomaszowa, Ayhan. Und eine klasse Zeit. Eine Überraschung. Kann man nicht anders sagen. Auf Platz 3 die Britin Chalet, wie ich es gesehen habe. Jolanda Czeplak abgeschlagen als Letzte ins Ziel kommend. Tatjana Tomaszewa setzt die russische Tradition fort auf diesen Strecken. Sieht auch ein bisschen aus wie Svetlana Masterkova, Olympiasiegerin von Atlanta über die 1500 Meter. Jekaterina Rosenberg, die eigentlich am stärksten eingeschätzte Russin, geht leer aus. Und sie lief unkonventionell wie immer. Schneller Beginn, dann zurückgenommen, dann ein Antritt eingangs der Gegengeraden. 300 Meter von Leichtathleten von der Insel sind ja hier auch nicht gerade verwöhnt worden mit Medaillen. Sie hat ihre persönliche Bestleistung im Übrigen gesteigert. Tatjana Tomaszewa im Moment, als es darauf ankam, auf unter 4 Minuten. Bronze hat sie geholt bei den Europameisterschaften in München vor einem Jahr, als sie kein Rezept hatte gegen Ayhan. Diesmal ist Gold bei der WM. Hier haben wir für Kelly Holmes. Schon unglaublich, wenn du bei Silber holst. Und indem sie ihre persönliche Bestleistung um 2 Sekunden steigerte, holte sie Gold und setzte eine große Tradition der Russinnen auf den Mittelstrecken fort. Tatjana Tomaszewa unter 4 Minuten, das war nötig hier, um den Titel zu erringen. Und die Russin ist eine sehr unauffällige Läuferin, hat nie so die herausragenden Auftritte gehabt, aber immer vorne mit dabei und ein Lächeln bei ihr ist eigentlich eher die Seltenheit. Diese 4